alles in Ordnung? Ja, danke. Es sah nicht gut aus. Wir mussten uns zurückziehen. Sie haben versucht, durchs Haupttor reinzukommen. Ich fürchte, das nächste Mal könnten Sie es schaffen. Was ist mit Eske? Wir müssen den Rückzug antreten. Er ist in Schwierigkeiten. Ich gehe ihm helfen. Denk an den Stein, den ich dir gegeben habe. Ich kann das auch. Auf deinem Hintern sitzen bleiben sollen. So wie ausgemacht. Mhm. Wer hätte dann deinen gerettet? Die sieht gut aus. Die danke. Wir müssen ihnen das Tor aufmachen. Eskel hat das Tor aufgemacht. Wir können uns dahinter zurückziehen. Rückzug! Du sollst doch nicht hier draußen sein. Zu spät jetzt. Sie kommen durch die Lücken rein. Die Meritium-Bomben. In den Kisten bei den Mauern sind noch mehr. Geralt, halt sie auf! Ich muss einen Vitalitätskreis formen. Wir müssen die Portale schließen, sonst sind wir tot. Yeah.
aufhalten. Sie kommen durchs Haupttor in den Hof. Schon unterwegs. Der Bastard will durchbrechen und reinkommen. Geralt. Ich kann dich nicht im Stich lassen. Ihr Menschen seid einfach so unpraktisch veranlagt. Ciri, nein! Tu's nicht! Ich verbiete es dir! Du warst schon als Kind so widerspenstig. Das mochte ich an dir. Flieh jetzt!
sind sie Mord! Ich war zu spät, um ihm zu helfen. Das ist nicht deine Schuld. Ich hätte nicht hierher nach Kaer Morhen hinfliehen sollen. Avalach ist schwach, aber er lebt. Triss kümmert sich um die anderen. Ich hätte euch fast umgebracht. Euch alle. Ich kann nicht weinen. Ich weiß nicht, wie... Vesemirs Begräbnis. Wir sollten es vorbereiten. Thank you.
Quäl dich nicht. Kein Hexer stirbt je in seinem Bett. Du weißt nicht, wie das ist, Geliebte sterben zu sehen. Wegen dir. Für dich. Alle wussten, worauf sie sich einlassen. Ja. Und ihr habt mich gerettet. Für eine Woche? Zwei? Wir verstecken dich, Tarnenspuren. Nein. Ich fliehe nicht mehr. War Fail. Für die, die übrig bleiben, darf der Tod nie Vorrang vor dem Leben haben. Zollt eurem Freund den letzten Respekt, dann müssen wir beraten. Ich werde mich immer an deine Lehren erinnern und an dein Opfer. Danke. Also bitte, sie war mir auch anvertraut. Und die Alten sollen ja nur den Jungen helfen. Du weißt, dass der Kampf damit kaum vorbei ist. Ich weiß. Was immer du jetzt vorhast, denk dran, dass du in Skellige Leute findest, die dir helfen. Mich, Krach, seine Kinder. Ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt mache. Wenn Zweifel deinen Verstand plagen, folge deinen Instinkten. Leiten sie dich fehl und du landest in der Patsche, machst du dir wenigstens keine Vorwürfe. Das ist das Wichtigste. Guter Rat. Pah, natürlich. Bin schließlich ein Hierophant, oder nicht? Ich muss bald nach Hause aufbrechen. Pass auf dich auf und auf Ciri. Noch einmal, danke für alles. Woran denkst du? Kehr Morhen. Ich kann mir den Ort nicht ohne Wesemir vorstellen. Ich ziehe bald das Tal hinunter. Dann suche ich mir was anderes zum Überwintern. Komm schon, es ist die einzige Heimat, die wir je hatten. Bleib. Nein, Geralt. Der Ort stirbt schon seit einer Weile. Das heute war der letzte Sargnagel. Wird Zeit, dass wir es akzeptieren. Und? Erzähl. Jetzt kann ich sagen, ich habe alles gesehen. Ich glaube immer noch nicht alles, was passiert ist. Danke, dass ihr gekommen seid und euer Leben für mich riskiert habt. Pass auf das Mädchen auf. Lass nicht zu, dass ihr jemand was tut. Was habt ihr vor? Wir gehen nach Novigrad und kämpfen den nächsten Kampf. Wenn du uns vermisst, such uns im Feldlager. Da bist du. Verdammt schade um Wesemir. Es tut mir so leid. Danke für deine Hilfe. Ich hatte noch eine Schuld offen. Du gehst direkt zurück nach Skellige? Die Pflicht ruft. Aber hör mal, Geralt. Du hast einen König zum Freund. Das kann nicht jeder behaupten. Wenn du oder Ciri, oder du und Ciri, wenn ihr je Hilfe braucht, die Tore von Kehr Trolde stehen euch offen. Danke. Ich werde dran denken. Du willst wissen, wie ich mich fühle? Danke, nicht schlecht. Das ist gut. Ah, schrecklich, das mit Wesemir. Ich weiß, ihr standet euch nahe. Danke. Das stimmt.
Hör mal, ich will meinen Bart nicht in fremde Angelegenheiten stecken. Versteh mich nicht falsch. Ich will helfen, was immer du entscheidest. Aber für meine Begriffe brauchen wir einen Gegenangriff. Wir müssen die Jagd und Eridin finden und auf sie losgehen, wie der Bulle auf die Kuh. So einfach ist das leider nicht. Wir können sie nicht finden, sie uns aber jederzeit. Sie können uns überraschen, wann sie wollen. Vergib mir, Geralt, aber das ist doch das Gerede eines Mannes, der einen tragischen Verlust nicht überwinden kann. Trink darüber, schlaf darüber, was auch immer. Aber reiß dich zusammen und überdenke die Dinge. Das mache ich, Sultan. Danke für alles, was du für mich und für Ciri getan hast. Darf ich ehrlich sein? Hätte ich gewusst, was hier passiert, wäre ich nie in die Nähe von Kaer Morhen gekommen. Ich bin froh, dass ich helfen konnte, aber ich werde gehen, sobald Lambert sich besser fühlt. Geht ihr zusammen? Ich habe eine Idee, aber bei der Umsetzung muss mir ein Hexer helfen. Lambert will mich unterstützen. Viel Glück. Und danke nochmal. Wir sind jetzt quitt. Können wir reden? Worüber? Versuch doch bitte mal nicht zu streiten. Die sind alle gekommen, um zu helfen. Erzählst du mir jetzt, wie ich mich zu benehmen habe? Nein, ich bitte dich höflich. Dann nimm diese höfliche Antwort. Leck mich! Wie läuft es denn so? Solche Fragen liebe ich. Was soll denn laufen? Was nicht angebunden ist? Das ist Unsinn, Geralt. Und du weißt es. Ich wusste, dass der alte Mann nicht ewig leben kann. Ich habe sogar Eskel gesagt, dass ich sein Schwert will, wenn es soweit ist. Passt genau in meine Hand. Aber Wesemir hätte einen besseren Tod verdient gehabt. Er ist gestorben wie eine Laus. Er wurde zerquetscht. Wir werden ihn rächen. So rosig sehe ich es nicht. Du hast dich kein bisschen verändert. Höre ich da Enttäuschung? Nein, Überraschung vielleicht. Die meisten werden im Alter sanfter. Du wirst kratzbürstiger. Mama hat immer gesagt, ich sei anders. Mir würden andere Adjektive einfallen, aber anders tut es auch. Mach's gut. Ja, pass auf dich auf. Das war hart. Wir haben's hingekriegt. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen. Würdest du in Kaer Morhen bleiben wollen? Das wäre schön. Eine Weile jedenfalls, bis ich weiß, wie es weitergeht. Einverstanden. Dann tu das. Cirael kann riesige Machtmengen nutzen. Warum hat sie keiner gelehrt, sie zu kontrollieren? Das haben durchaus welche getan. Offensichtlich vergebens. Darüber streite ich gerne mit dir. Wir konnten noch nicht sprechen. Danke für deine Hilfe und deine Fürsorge für Ciri. Dank mir später. Jetzt müssen wir Cirael von hier fortbringen. Sie verstecken. Wir brauchen eine größere Streitmacht. Alle, auf die wir uns verlassen können, sind nach Kaer Morhen gekommen. Darum müssen wir die Hilfe von Feinden suchen. Magie ist die beste Verteidigung gegen die Jagd. Wir brauchen Zauberinnen, Erzmeisterinnen der Magie. Du meinst die Loge? Viele Logenmitglieder sind tot. Der Rest ist untergetaucht. Philippa Eilhardt, Margarita Laux-Antil und Fringilla Vigo leben vermutlich noch. Und Francesca und Ida? Würden sie mitmachen? Ich glaube, man könnte sie überzeugen. Würdest du mit Keira lieber alleine reden? Das wäre wohl am besten. Ich will die Loge nicht in Ciris Nähe haben. Ich traue diesen Frauen einfach nicht. Was sollen wir denn machen? Alleine kämpfen und einen schönen, aber sinnlosen Tod sterben? Nein, Geralt. Durch irgendein Wunder haben wir diesen Kampf überlebt und einen jämmerlichen Sieg zu einem enormen Preis herausgeschlagen. Schluss mit den Scharmützeln! Wir müssen den Gegner in offener Schlacht stellen. Ich habe eine Abmachung mit dem Kaiser getroffen
Im Gegenzug für ihre Hilfe erhält die Loge Amnestie und Asyl in Nilfgaard. Das ist unser Faustpfand. Triss, ich will heute aufbrechen und die Zauberinnen finden. Hilfst du mir? Natürlich. Ich weiß sogar, wo du anfangen könntest. Verdammt! Ihr plant schon wieder, ohne auch nur zu fragen, was ich denke. Mir reicht es. Ich lass mich nicht irgendwo hinbringen wie ein Bündel. Ich sitze nicht herum und drehe Däumchen. Ich bin das Warten und das Versteckspiel leid. Du darfst dich nicht zeigen. Bin ich ein Banner, das von den Feinden ferngehalten wird? So behandelt ihr mich. Niemand wagt es, der Bedrohung entgegenzutreten. Aber wir müssen sie töten. Sonst sterben wir früher oder später alle. Ciri braucht Zeit. Stimmt. Aber auch eine Ausbildung. Sie muss lernen, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Ist es wirklich nötig, sie auszubilden? Du hast gesehen, was passiert ist. Sie könnte eine größere Bedrohung als die Jagd darstellen. Gut. Wir bleiben noch eine Weile hier. Dann kommen wir zu dir und Triss nach Novigrad. Wir treffen uns in Rittersporns Taverne. Los, Jen. Je schneller wir aufbrechen, desto besser. Bis dann. Es geht nicht. Siehst du das nicht? Du willst aufgeben? Nach nur 8 Versuchen, Cyrael. Wie oft muss ich's denn versuchen? So oft wie nötig. Aber ich mache keine Fortschritte. Wir machen später weiter. Als du das erste Mal die Spur versucht hast, bist du auch nicht weit gekommen. Geralt, bitte. Nicht jetzt. Verglichen damit ist die Spur ein Spaziergang. Aber darum geht es nicht. Sondern? Avalach sagt, ich werde es erst schaffen, wenn ich aufhöre, an den Kampf zu denken. Aber ich kann im Moment einfach nicht an kleine Kätzchen und Vanillepudding denken. Sag mal, wie machst du das? Was denn? Dich immer unter Kontrolle zu haben. Immer konzentriert zu sein, egal was passiert. Ich kenne mich mit Vanillepudding zwar nicht aus, aber für mich geht nichts über Lamberts selbstgebrauten Fusel. Wird mich wohl nicht umbringen. Ich probier mal. Ist sehr stark. Vielleicht versucht ihr es mit einer anderen Methode. Wir haben mindestens 20 probiert. Mach dir nichts draus. Du musst nicht alles können. Du bist gut mit dem Schwert und mit dem Bogen. Überlass die Magie den Magiern. Ja. Schenk noch einen ein.
Geralt? Geralt! Wach auf! Was ist los? Steh auf, wir müssen gehen. Ich habe die Pferde gesattelt. Ciri, es ist noch dunkel. Wo willst du denn hin? Nach Velen, zum Kahlen Berg. In ein paar Tagen ist Hexensabbat. Und rate mal, wer als Ehrengast eingeladen ist. Keine Ahnung. Klär mich auf. Imlerit. Das ist eine einmalige Chance, ihn zu kriegen. Wo hast du das denn her? Was ist denn in dich gefahren? Ich muss Wesemir rächen. Der Sabbat. Das ist die Gelegenheit. Imlerit wird betrunken sein und mit seinen Leuten feiern. Er wird nicht mit einem Angriff rechnen. Ciri, weißt du auch wirklich, worauf du dich da einlässt? Ja, und ich muss es tun. Komm, wir reden unterwegs. Warte, bevor wir gehen, muss ich dir noch etwas sagen. Du weißt, dass der Kaiser dich unbedingt finden wollte. Yennefer hat so etwas gesagt. Er wollte, dass du ihn besuchst. Warum erzählst du mir das jetzt? Weil das deine letzte Chance sein könnte, deinen Vater zu sehen. Meinst du, ich sollte gehen? Das musst du selbst entscheiden. Aber ich will deine Meinung hören. Soll ich gehen oder nicht? Schwarz steht dir nicht. Was meinst du damit? Glaubst du, er will dich sehen, weil er dich vermisst hat? Ich denke eher, er hat etwas Bestimmtes mit dir vor. Oh, das hätte ich mir denken können. Geralt, es reicht mir. Ich will nicht, dass andere über mich bestimmen. Wir reiten nach Velen. Bereit? Gehen wir. Nach der Schlacht von Kaer Morhen leckten die Verteidiger ihre Wunden und Ciri begann, ihre Rache zu planen. Eines Nachts weckte sie Geralt und drängte ihn, mit ihr nach Velen zu gehen. Sie wusste, dass sie Imlerit dort auf dem Kahlenberg finden würde. Und sie hatte beschlossen, dass er sterben musste. Die Leute auf Krähenfels haben von diesem Berg gesprochen.
Art Zerbin, Heimat der Herren des Waldes. Die Bauern hatten Angst herzukommen. Und der Baron hat gedacht, die Herren des Waldes wären nur eine Spukgeschichte für ungezogene Kinder. Möchte wissen, wie es dem Baron geht. Er hat seine Frau gefunden und weit weggebracht. Anna, es ging ihr nicht gut. Eine Schande.